Bei diesem Tier hier jetzt auf die Farbe des Kehlflecks achten. Ist er weiß, dann wäre es ein Steinmarder. Ist er gelb, dann wäre es ein Baummarder. Zusätzlich könnte man sich auch noch auseinanderhalten, wie stark die Sohlen behaart sind. Beim Steinmarder so gut wie gar nicht. Beim Baummarder hingegen sehr. Theoretisch könnte man das also auch im Abdruck der Pfoten sehen, wie sehr die verwischt ist durch die Haare oder wie deutlich sie abgegrenzt wird. Aber das Einfachste ist, soweit genug Licht da ist, weißer Kehlfleck, Steinmarder, gelber Kehlfleck, Baummarder.